Kinders, was geht bei euch ab? Endlich mal wieder ein Rumlaufvideo. Ich habe ein paar Dinge, über die ich mit euch geschwind sprechen möchte. Und es regnet. Hört ihr es? Alter, wie ich aussehe. Also zuallererst jetzt das Livestream. Ab 18 Uhr geht's wieder rund. Ich muss da hinten auch die Fenster aufmachen, sonst hinter mich nicht. Ach, fake, da sind Klammern drin. Also wie gesagt, jetzt Livestream erstens. Zweitens, ich habe den Content jetzt umgestellt. Ich habe letzte Woche angekündigt, dass sich da einiges verändern wird und ich habe es getan. Letzte Woche kamen die ersten drei richtig fetten Edits wieder an den Start. Zwar auch ein bisschen Counter-Strike, aber alles in allem weniger als eben sonst. Ihr habt es gut angenommen, also zumindest die festen Leute, die auch immer kommentieren, haben es gut angenommen. Die Klickzahlen gingen natürlich etwas runter im Gesamten, weil wir halt einfach doch noch eine sehr große, stumme Zuschauerschaft haben, die halt Counter-Strike sehen wollen. Mehr nicht. Es hat sich wieder sehr gut angefühlt, die Videos zu machen. Ihr habt zwar gemerkt, dass es auch länger dauert dann natürlich. Ich habe zwischen diesen dicken Videos immer einen Tag nichts hochladen können, weil ich nichts hatte. Also weil ich halt einfach mehr Zeit brauche für diese aufwendigeren Videos. Wobei bei der Qualität ein Video alle zwei Tage auch ziemlich krass ist, also von der Geschwindigkeit her. Man kennt das von anderen YouTubern, die machen ähnlich aufwendige Videos oder etwas aufwendigere Videos einmal die Woche, wenn es hochkommt. Im Moment läuft es bei mir aber so gut, dass ich das einfach machen kann. Also ich kann das so... Der zweite Kanal wird jetzt auch gestartet diese Woche, also wenn alles klappt. Darauf wird im Moment dann Folgendes erscheinen. Und zwar wird Jurassic World gespielt. Dann geht Fallout wieder weiter. Ihr wisst ja, wir sind bei Folge 163, glaube ich, stehen geblieben auf dem aktuellen Kanal, auf diesem hier. Und werden dann auf dem anderen Kanal weitermachen. Denn wie ihr wisst, wird der andere Kanal eben für diese Longplays, Let's Plays und so weiter sein. Für einfache Dinge, die man so hinnudelt und die jetzt nichts extrem Besonderes sind. Also natürlich sind sie trotzdem ultra geil. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich möchte auf dem Main-Kanal richtig krassen Scheiß bringen. So richtig... Wow. Ja, Jurassic World, Fallout, das neue Fallout dann wahrscheinlich auch. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr die neuen Videos so gut angenommen habt, weil ich jetzt einfach auch wieder selbst sagen kann, hey, die Videos, die ich mache, die sind wirklich gut, auch wenn Eigenlob stinkt, ich weiß. Aber ich kann wieder dahinter stehen. Das ist einfach verschwunden, dieses, hey, das, was ich mache, ist sehr gut. Ich weiß, dass es trotzdem vielen gefallen hat, was kam. Oder halt sogar sehr vielen, also weil die Masse da ja größer war wie jetzt bei den neuen Sachen. Aber im Vergleich zu den Videos, die ich vor dieser starken CSGO-Zeit gemacht habe, waren die CSGO-Videos schon schlecht. Also nee, nicht schlecht, aber sehr unaufwendig. Ne? Also einfach, hier. Einfach aus dem Grund, weil es ausgereicht hat auch. Ne? Also es kam nur auf das Spiel drauf an. Das war für mich auch das erste Mal, dass der Content an sich, also wie ich was verpacke, gar nicht so wichtig ist, sondern nur, dass es Counter-Strike ist. Also dass es Gameplay ist, beziehungsweise Informationen darüber, Skins und Pipapo. Egal wie ich es rübergebracht habe, es kam gut an. Also ich musste jetzt nicht irgendwie die Unterhaltungskanone sein, sondern konnte es auch einfach mittelmäßig gut hinnudeln und die Klicks und der Abo-Gain waren da. Und das hatte ich davor nicht. Also ich wusste zwar, dass es, also das wissen wir alle, dass es Themen oder eben auch Spiele gibt, in die man sich reinsetzen kann, also die man macht. Und da wird man groß. Egal wie man drauf ist. Also wenn man das richtige Timing hat. Das wusste ich zwar im Vorfeld auch, aber ich hatte das halt selbst nie erlebt, weil gerade Beryl und ich ja meistens Sachen viel zu spät gemacht haben. Wir haben ja Dinge gemacht, da war der Markt schon verlaufen. Also die waren schon fertig. Ne? Jahre später irgendwas dann mal gezeigt. Und CSGO war für mich dieser erste große Schwung, wo man nicht wirklich Können gebraucht hat, also videotechnisches Können, sondern einfach nur den Titel, dieses Spiel. Und da bin ich, glaube ich, einfach faul geworden. Ich habe natürlich trotzdem versucht, immer wieder was Neues zu machen. Habe diese Top 10 Waffenskins gemacht, habe dies gemacht und jenes und so weiter. Aber wenn man jetzt dann halt irgendein Matchmaking zum Beispiel vergleicht, oder ein Top 10 mit den GTA-Folgen zum Beispiel, da sind das schon sehr große Unterschiede. Die Top 10-Videos sind auf keinen Fall, ich will nicht sagen, dass die irgendwie komplett scheiße sind oder so, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Aus videotechnischer Sicht war das sehr, sehr einfach zu machen. Oder siehe die Overwatches, ungeschnitten. Die haben lange Zeit, wahrscheinlich jetzt immer noch, die meisten Aufrufe. Wenn ich jetzt ein Overwatch hochlade, das überhaupt kein Können erfordert, wo ich mich einfach nur hinsetze und ein bisschen was erzähle, so wie ich es hier auch gerade mache, ne? Ungeschnitten hat das wahrscheinlich immer noch mehr Aufrufe wie ein Video, in das ich mich zwei Tage reinbeiß. Weil Counter-Strike nach wie vor sehr gut gelistet ist. Also für mich in meinen Maßstäben, für diese winzigen Maßstäbe. Natürlich ist Counter-Strike im Vergleich zu früher, wie es gelistet war, extrem schlecht. Also gar nicht mehr vorhanden. Aber eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viel labern, denn dieses Video soll noch vor dem Stream also fertig werden, damit ich es euch hochladen kann, ne? Deswegen sehen wir uns jetzt gleich. Leute, gell, macht's gut, ich gehe schon ans Schneiden. Wenn ich es halt nicht schaffe, kommt halt heute kein Video zum Stream und dann am Donnerstag. Hala, gell?